Herzlich willkommen beim 10. Punkt unserer 12-teiligen Serie, die häufigsten Fehler bei Fördermitteln und Finanzierungsanträgen. Heute geht es um das Thema der Gesellschaftsanteile. Also sind die Gesellschaftsanteile richtig antragskonform so verteilt, dass tatsächlich die Bank auch anfängt, deine Anträge zu bearbeiten? Stell dir einfach mal vor, dass du eine Gesellschaft gründest, eine UG, eine GmbH, und ihr habt zwei Gesellschafter an Bord und einer ist Geschäftsführer. Und der Geschäftsführer stellt den Antrag, aber er hat zu wenig Gesellschaftsanteile, vielleicht kein Prozent oder 5% oder 10%. Jetzt kann die Bank sagen, oh, das ist aber schwierig, das werden wir so nicht finanzieren, denn der Geschäftsführer muss beispielsweise mindestens 25,1 haben, damit er eine sogenannte Sperrminoritätsgrenze überwinden kann. Sprich also wesentliche Entscheidungen, Betriebsauflösung, Veränderung, Sitz etc., was in eurer Satzung steht, also auch verhindern kann. Also mach dich sachkundig darüber, wie viel Prozent tatsächlich vom geschäftsführenden Gesellschafter an Anteilen gegeben sein muss, damit er antragsfähig ist. Achte aber auch darauf, wie die Bank damit umgeht, mit der quotalen Verteilung der Haftung oder der zweckgebundenen Bürgschaft, die jeder Geschäftsführer dann bei der Bank auch unterschreiben muss. Wenn du hierbei Unterstützung brauchst bei der Gestaltung der Gesellschaft, der Verteilung der Gesellschaftsanteile oder auch bei der genauen Überprüfung der antragstellenden Gesellschafter oder geschäftsführenden Gesellschafter, kannst du gerne Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Denn wir haben in unserem Team nicht nur Unternehmensberater, sondern auch Rechtsberater und Steuerberater, die dich unterstützen und plausibel und belastbar beraten können. Also buche jetzt das kostenfreie Erstgespräch und denk dran, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu betätigen, denn dann bekommst du Informationen zum nächsten Teil unserer Serie.